Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein neues Video. Ich bin heute mal in einer ganz anderen Region. Und ich mache heute eine kleine Wanderung zum Aussichtspunkt Reierberg, heißt das. Da kann man schön über den See gucken. Sieht ganz gut aus. Vielleicht gehe ich auch noch ein Stück weiter. Ich habe mir da sagen lassen, da ist oben noch ein Grab. Mal gucken, ob wir es finden. Hier hinter mir sieht man schon den Pfad, den ich jetzt gleich gehe. Das geht ein bisschen hoch. Sieht ganz gut aus. Ich wollte mal mitnehmen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich alles so sehe, wie immer, dranbleiben. Vielleicht was zum Anstieg. Ah, Treppen steigen. Herrlich. Herrlich, sage ich euch. Es hat geschneit. Ich wollte gestern eigentlich schon los, aber ja, wie das ist. Vorfreude war groß. Und dann kamen wieder die Kopfschmerzen und der Tag war gelaufen. Ja. Wo ist mein Arm? Da ist er. Im Hintergrund den See sehen. Das geht jetzt hier oben so lang, mal hoch, mal runter, zum Aussichtspunkt. Ja, das gefällt mir. Nein, wieder was Neues, was anderes. Und es liegt Schnee. Ja, von mir zu Hause nicht. Natürlich. Die Ruhe ist hier. Seht ihr auch den Baum da? Ah, sieht gut gefährlich aus. Schöner Witwenmacher. Oh, das ist ein Wetter heute, geil. Schöne frische Luft. Ah. Oh, wir sind schon allerhand lang gelatscht. Wahnsinn. Na, gestern war hier so ein bisschen Tauwetter. Das ist eh nicht so berauschend heute. Ist ja schön kalt. Gerade 0 Grad, 1 Grad, minus. Fröstelt hier gerade ein bisschen noch. Und heute ist auch schön so rauscht, knarscht unter den Füßen. Ich find's geil. Sache doch immer noch mal anders aus und der Schnee dämpft ja auch so ein bisschen. Ist halt eine andere Atmosphäre mit Schnee im Wald. Ja. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. Felsenschlucht. Nee, so heißt es nicht. Sieht aber schon gut aus. Geht schon mal ein bisschen runter. Ja, wie gesagt, heute ist ein relativ guter Tag bei mir. Gestern war Katastrophe. Ja, geht hoch und runter. Und keiner kann so wirklich helfen. Nimm Tabletten, leg dich ins Bett, bleib zu Hause. Ja, hast du keinen Bock drauf, ey. Was ist denn das für ein Leben, Alter? Bett rumvegetieren. Man kann ja mal schön sein auf dem Sonntag. Bei Schlechtwetter. So Schlechtwetter es ja nicht gibt. Aber dauernd? Ey, Leute, ich bin 40. Was soll ich da im Bett? Und Spaß haben, rumkaspern, rumalbern, mit Arbeitskollegen rumkaspern, mit den Kumpels Spaß haben, Kanu fahren, wandern, draußen schlafen, zelten mit den Kindern, baden fahren mit den Kindern,
ist doch... Macht mich ganz schön fertig. Aber naja. Ganz unterkriegen lassen wir uns noch nicht. Wenn eben so einigermaßen gute Tage sind, dann seid ihr natürlich damit bei. Ja, Leute, ich habe da gerade was entdeckt. Das werde ich euch mal zeigen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas hier finde. Mal gucken, was hier hinten drin ist. Wahnsinn. Schaut mal, was ich da gefunden habe. Da hat sich wohl einer versucht, kleine Hütte zu basteln. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht, aber der Versuch zählt ja, ne? Cool. Dann machen wir mal weiter, wa? So ein bisschen. Aber ich dürfte gleich an diesem Aussichtspunkt ankommen. Und da soll die Sicht sehr schön sein. Ich bin ja schon einmal um den See rum, aber ich bin unten rum. Ich habe das von unten. Oh, ach, Suppe. Wo ist denn jetzt der Trampelpfad? Wie gesagt, bin ja einmal schon unten rum und habe das von unten schon einmal gesehen. Von unten rum führt einmal eine schöne Ringstraße oder regengeteerte Straße rum. Wie auch immer man das bezeichnen mag. Für Autos gesperrt. Und. Außerhalb der Corona-Zeiten fährt da sogar eine Pferdekutsche. Leider jetzt nicht. Kann ich das also nicht mitnehmen. Boah, es ist auch. Guckt euch mal die Landschaft im Hintergrund an. Das sieht man gar nicht so auf der Kamera, aber es ist schön. Schöne kleine Täler hier. Ja, ich komme halt vom Flachland, ne? Das, jeder größere Berg ist da schon atemberaubend. Und wie ihr seht, jetzt bin ich oben im Reiherberg, hinter mir die schöne Aussicht über den See. Im Hintergrund ist die Stadt Feldberg zu sehen, in der Seenlandschaft. Richtig schöne Ecke hier, gefällt mir. Ja, jetzt gehe ich hier oben an einem Berghang weiter. Da komme ich dann zum Förstergrab. Ich hoffe, dass ich es finde. Lass uns mal überraschen, ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, bevor ich angekommen bin, waren noch ein Pärchen da. Die haben mir gesagt, wo ich jetzt lang muss. Ich muss jetzt hier ein Stück runter und dann links rum. Sollte ja auch nicht so schwer sein, oder? Werden wir schon finden. Oh, gucken, nicht, dass wir noch auf die Fresse fliegen hier. Fatal, der Weg ist weit. Eine steife Prise hier oben. Fühlt ganz schön aus. Ja, da sehe ich schon was. Hier geht es übrigens runter. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da unten bin ich letztes Mal lang. Einmal komplett um den See rum. Das da vorne ist die Schlangeninsel. Und die kleine Insel da hinten, das ist die sogenannte Liebesinsel. Und wenn man noch ein Stück weiter rum guckt, da hinten ist Wasserski. Wird da gemacht mit Wasserski springen und sowas. Das ist auch eine richtige Anlage zum
für Zuschauer und so weiter alles. Das ist auch ganz interessant, da war ich mich den einen Tag auch schon da oben auf der, das ist so eine reingezogene Landzunge, ist das Halbinsel, wie man es auch immer nennen mag. Wie gesagt, da hinten ist Feldberg und da hinten ist nachher auch nochmal so eine Bergkette, da will ich gerne auch nochmal irgendeinen Tag hin. Das soll auch noch ein Aussichtspunkt sein. Ja, weiter geht's. Reinhard Barbie Höhenweg. Krummbeck. 6, noch was. Okay, ja, das schaffen wir aber nicht. Wollt ihr etwa zugucken beim Pinkeln? Nix, das ist Maya Lena. Hier hat es jemand versucht mit dem Fahrrad. Aber der wird bestimmt nicht weit gekommen sein. Nach dem, was mir die anderen beiden erzählt haben, ist das hier so ein richtig schöner kleiner Wanderpfad. Oben am Berghang lang. Ja. Das gefällt mir hier auf jeden Fall schon mal. Jetzt noch mal ein bisschen anders wie der erste Teil. Das ist hier richtig cool. Allerdings hat hier auch der Sturm auch nicht zugeschlagen, wie man ja sieht. Ja, das ist halt die Natur, ne? Oh. Krass, ey. Der liegt da richtig schön oben auf. Aber mich da drunter legen und schlafen möchte ich auch nicht. Challenge draus machen. Nein, das lassen wir. Wer traut sich? Nein, nein. Guck mal Leute, hier geht der Weg jetzt so. Schön oben am Hang lang. Sieht gut aus. Ja. Das ist echt ein Erlebnis. Wanderfahrt. So wurde mir das auch beschrieben. Ganze. Rundweg Schlossberg. Mhm. Natürlich keine Meterangaben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das soll jetzt in die Richtung lang gehen. Aber ich bräuchte ja einmal zum Förstergrab. Das soll hier oben dann irgendwo sein. Gut, gehen wir uns das mal angucken. Übrigens, jetzt ist der Wind so ein bisschen eisiger geworden. Wie man sieht, habe ich mich ein bisschen eingepackt. Denn die meiste Wärme verliert man über den Kopf. Ah, da hinten muss es sein. Tja, wer sich das jetzt mal ein bisschen genauer durchlesen will, drückt einmal kurz Pause. Hier unten kann man gut lesen. 1945. Widersprüchliche Aussagen. Er wurde am 1.5.45. Also kann man davon ausgehen, dass die Rotarmisten sich an diesen jungen Mann ja aus. Ich sag aber nichts. Und da liegt der junge Mann. Hier haben wir nochmal ein bisschen was, wer das lesen möchte. Wie gesagt, einmal kurz Pause drücken, in Ruhe durchlesen. Und nehme ich jetzt den Pfad oder gehe ich das kleine Stück zurück? Ich kann auch hier zurückgehen. Gucken wir mal. Ja, genau. Das geht wieder schön. Muskelkater. Ehrlich.
Und dann gehen wir da weiter. Erste Sahne, sage ich euch, der Weg. Ich sehe aus wie ein Dulli, ja. Ist egal, ist kalt, aber ist echt schön hier. So, dann wollen wir mal zum Schlossberg. Soll der Hauptberg hier halt sein. Gucken wir mal. Bestimmt auch früher mal irgendwo noch ein militärisches MG-Nest gewesen sein. Der Punkt bietet sich hier an. Ja, wie immer, wer das lesen möchte, einmal Pause drücken, dann kann sie das in Ruhe durchlesen. Also hier stand kein Schloss, sondern eine Slawenburg. Und hier sieht man, ganz hinten läuft der See. Ja, das ist richtig schön langgezogen, das Ding hier. Dann geht es nach da hinten noch rum. Das ist halt die Mecklenburger Seenplatte. Ist halt schon cool, ne? Aber so, ich habe gesagt, hier haben wir ein MG-Nest. Definitiv aus dem Zweiten Weltkrieg, um hier den See Feuer zu nehmen. Definitiv. Ja, und so findet man halt überall aus dem Zweiten Weltkrieg noch irgendwelche Fragmente, Spuren, die darauf hindeuten, was da mal los war, ne? Jetzt haben wir hier im Hintergrund schön den See. Cool. Und da hinten geht halt die Hügelkette weiter, ne? Herrlich. Na Leute, und hier kann man wieder sehen, wieder ein MG-Nest. Werden sie wahrscheinlich in die Richtung, huch, könnt ihr gar nicht sehen, wa? Die Richtung abgesichert haben. Ja Leute, und hier scheint der Weg zu Ende zu sein. Dann geht ihr auch da oben querfeld hoch. Da geht das nämlich auch schön hoch noch. Aber das ist bestimmt über einer bloß Acker. Aber ich gehe hier erstmal lang. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, ich habe jetzt den Weg wieder verlassen. Ich habe eben eine schöne ältere Dame getroffen, habe gefragt, was das, wie viel man da noch sieht bei dieser Glashütte. Wie gesagt, das ist fast gar nichts von zu sehen mehr. Wie gesagt, da wurde früher Glas hergestellt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ja, gibt es halt nicht mehr. Ein paar Ruinen sind da noch, so Mauern, sagt sie. Und dafür lohnt sich der Weg jetzt nicht. Ich gehe jetzt ein bisschen querfeld ein hier. Gefällt mir. Und bin dann auch gleichzeitig schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt hat mir die Tour ganz gut gefallen. Wild habe ich noch gar nicht gesehen. Spuren sind Wildpfade und so was. Jetzt kann ich ja noch einmal überlegen, ob ich den Hügel da hinter mir, ob ich da hochgehe. Ich weiß, da oben ist Feld nachher. Schon auf Google Maps geguckt. Das wäre trotzdem interessant vielleicht. Aber mal gucken, ich überlege noch. So ist das halt, ne? Bin ich gerade.
hochgewetzt. Ja, und da sieht man das. Da ist dann halt Acker. Acker, Acker, Acker. Und hier sind so Ackersteine. Ja Leute, jetzt habe ich mich so ein bisschen quer eigentlich durchgeschlagen. Irgendwo da hinten ist das Förstergrab, da waren wir ja vorhin schon mal. Ich bin wieder auf die Wanderfahrt. Ja, das war sehr schön. Jetzt bin ich quasi auf dem Rückweg. Jetzt gehe ich dann wieder oben Richtung Aussichtspunkt. Und dann werde ich wahrscheinlich runtergehen und am See rumlaufen. Also unten am Seeufer. Da kann man wohl auch noch ein bisschen lang gehen. Da werde ich jetzt auch mal lang. Und bis dahin habe ich noch ein Stück zu latschen. Im Hintergrund sieht man das. Da oben ist die Sitzbank. Hier ist das Schild. Bis nach Feldberg habe ich jetzt noch 4 Kilometer. Und da will ich runter. Ja, jetzt bin ich unten angekommen. Ist auch eine schöne Sitzgelegenheit. Direkt am See. Das Wasser ist hier auch richtig schön sauber. Das ist kein Vergleich zu uns, obwohl das Wasser alles zu uns nachher runterfließt. Ne? Aber hier ist es richtig schön klar. Naja. Ich glaube, ich werde mal was trinken und dann gehe ich weiter. Ein Stück weiter oben, da geht leider Asphaltweg lang und dann da hinten nach irgendwo geht es rein und dann geht es immer am Ufer lang. Zickzack, zickzack, schön um die Kurve rum bis nach Feldberg. Richtig schön. Tja Leute, der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Aber erstmal was trinken. Kleine Pause. Oh, ist es dunkel hier oder ist es dunkel hier? Ah, so wird es wieder heller, ne? Ja. Krass. Ja. Jetzt geht hier am Wald, ach am Wald, am Wasser lang. Schöner Weg, modderig. Oh, Bäumchen. Ja, was ich wieder gemerkt habe, ich brauche unbedingt einen zweiten Akku, weil der ist jetzt mir schon wieder gleich leer hier. Gerade bei der Kälte hält er nicht lange. Also, ich denke mal, das reicht noch für heute. Tja Leute, in diesem Sinne möchte ich mich heute von euch verabschieden. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Die paar Kilometer jetzt hier, ich weiß gar nicht, wenn ich zu Hause bin oder zurück bin auf Stube, habe ich so ungefähr 12 bis 15 Kilometer so um den Dreh irgendwie. Ja. Und ich muss unbedingt einen zweiten Akku kaufen. Nützt alles nichts, der ist mir gleich leer. Deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten hier. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo da lassen und natürlich Daumen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.